Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschek mittendrin, live aus dem Bundestag in Berlin. Und jetzt viel Spaß mit... In der letzten Sitzungswoche des Deutschen Bundestages vor Weihnachten standen wichtige politische Fragen auf der Tagesordnung des Parlaments. Die Bundeskanzlerin berichtete über den europäischen Gipfel, der die Weichen gestellt hat für eine Neuausrichtung hin zu einer europäischen Stabilitätsunion, zur dauerhaften Sicherung unserer gemeinschaftlichen europäischen Währung. Es ist der Kanzlerin gemeinsam mit dem französischen Staatspräsident Nicolas Sarkozy ein Durchbruch gelungen, dass wir das nachholen, was bei der Einführung des Euro versäumt wurde, dass wir schärfere Instrumente schaffen, damit alle Mitgliedstaaten in Europa zu einer nationalen Schuldenbremse kommen, damit niemand mehr über seine Verhältnisse lebt, dass wir die Wirtschaftspolitik in den Mitgliedstaaten der Eurozone und darüber hinaus stärker angleichen, dass Großbritannien sich diesem engeren Zusammenrücken in Europa vorerst verweigert, ist bedauerlich. Es ist aber jetzt auch kein Platz für anti-englische, anti-britische Ressentiments. Die Tür bleibt offen, dass auch Großbritannien die Schritte vollzieht, die jetzt unabänderlich notwendig sind, um Europa auf Dauer nicht nur als Wirtschafts- und Währungs-, sondern auch als politische Gemeinschaft zu stärken, damit Europa sich in der Welt von heute behaupten kann.